Weit über 1000 Wanderer sind nach Niederzai ins Ötztal gekommen. Gleich beim Start trennen sich Familien- und Expertenroute, doch für beide geht es Richtung Lastigalm. Während die Familienroute aber den Bachweg entlang führt, geht es für die Experten über den Bergmarderweg Richtung Alm. Bei bestem Wanderwetter und angenehmen Temperaturen präsentiert sich Niederthai von seiner besten Seite. Ich glaube, das ist eines der schönsten Seitentäler, das Ötztal. Und dann natürlich die Perle Niederthai und dort das Horlachtal mit der Lastigalm und der Gubener Schweinfutterhütte. Das ist eine wunderbare Gegend zum Wandern. Es ist eine liebliche Landschaft, sehr sonnig und geprägt eben durch die früheren Gletscher und Gletscherabstoße. Man kann mit Familien dort wandern. Ich glaube, das ist ein bleibender Eindruck. Und ich freue mich, wenn die Leute so gut gelaunt heute in der Gemeinde Umhausen eintreffen. Bei der Lastigalm auf 1777 Metern gibt es die erste Stempelstation und zahlreiche Wanderer nutzen die Gelegenheit, eine gemütliche Rast einzulegen. Während die Familienroute dann über den Bergmarderweg wieder zurück ins Tal führt, geht es für die Experten weiter Richtung Schweinfurter und Grubener Hütte. Und den Wanderfreunden wird landschaftlich einiges geboten. Ja, wie gesagt, das Horlachtal Richtung Lastig oder Gubener Hütte ist natürlich besonders schön. Die Landschaft, die urigen Hütten, die Bergmäder, die heute noch bewirtschaftet werden von den Niederthaier Bergbauern, Kulturlandschaftspflege. Es ist einfach eine schöne Gegend da oben, das Horlachtal. Und jeder, der oben war, mitgewandert ist heute, kann das sicher bestätigen. Für alle geht es schließlich zurück ins Tal. Auf die fleißigen Wanderer wartet im Ortszentrum von Umhausen das große Abschlussfest und Musikantentreffen. Am 25. August geht's für die Wandercup-Familie dann nach Südtirol ins Sarntal. Der TT Wandercup 2013 wird Ihnen präsentiert von